Sinnbildlich für den Ersten Weltkrieg stehen Waffen wie der Panzer, das Flugzeug, der Zeppelin oder auch das Maschinengewehr. Doch im Grabenkrieg kamen mitunter Waffen zum Einsatz, die fast mittelalterlich anmuten. War ein feindlicher Graben erstürmt worden, musste oftmals auf Schusswaffen verzichtet werden, da das Risiko zu groß war, die eigenen Leute zu treffen. Auch das aufgepflanzte Bajonett war in den engen Gräben keine große Hilfe. Die deutschen Soldaten hatten einen Feldspaten in ihrer Ausrüstung und so schliffen sie kurzerhand eine Seite des Spatens an, was ihn zu einer furchtbaren Waffe werden ließ. Eine beliebte Waffe neben Messern und Dolchen jeglicher Art war die sogenannte Grabenkeule. Ein Stock oder Ast, der am oberen Ende mit Nägeln, Stacheldraht oder Metallriemen umschlungen war.